Ist man, was man ist? Wer den ganzen Tag nur Fastfood isst, der sieht ziemlich sicher anders aus als jemand, der hauptsächlich Obst und Gemüse zu sich nimmt. Aber ist es denn tatsächlich wahr, was man sagt, dass man isst, was man isst? Viele Forscher versuchen derzeit eine Antwort auf diese Frage zu finden. Sie könnte uns dabei helfen, gesünder und glücklicher zu leben. Aber auch die Ursache von Krankheiten wie Übergewicht und Diabetes besser zu verstehen. Vor kurzem ist dabei ein neues Thema auf der Bildfläche erschienen, die Epigenetik. Sie könnte die langfristigen Auswirkungen unserer Ernährung auf den Körper erklären. Und auch, was unsere DNA damit zu tun hat. Die DNA ist der Grundbauplan unseres Körpers. Es sind sozusagen 4 Buchstaben, A, C, T und G. Und die Anfolge dieser Buchstaben ist der Grundbaustein für unsere Gene. Und diese Gene und die ganze DNA-Sequenz ist in jeder unserer Zellen enthalten und ist komplett identisch. Allerdings gibt es manche Zellen, die natürlich anders sind als andere, zum Beispiel. Unsere Hautzelle und unsere Gehirnzelle sehen komplett anders aus. Und das liegt daran, dass bestimmte Gene in unserer Hautzelle an- und abgeschaltet sind, die ganz anders reguliert werden in unserer Gehirnzelle. Es gibt viele Mechanismen, die bestimmen, welche Gene an- und abgeschaltet sind. Einer der interessantesten ist die Epigenetik. Auf der DNA gibt es chemische Marker. Diese sind veränderbar, sie können an- oder abgeschaltet werden. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass verschiedene Zellen in unserem Körper unterschiedliche Marker besitzen. Zum Beispiel haben Haut- und Hirnzellen unterschiedliche Marker. Diese epigenetischen Marker beeinflussen also die Funktion unserer Zellen. Und da es diesen Mechanismus nun mal gibt, kann auch die Umwelt einen Einfluss auf unsere Zellen haben. Was wir essen, kann also auf einer genetischen Ebene bestimmen, wie wir aussehen. Generell versuchen wir zu verstehen, wie die Epigenetik unser Leben bestimmen kann. Hier am Institut können wir an verschiedenen Organismen forschen, zum Beispiel an Fliegen. Schauen wir uns die Familie der Honigbienen an. Wir alle wissen, dass es eine Königin, Arbeiterinnen und männliche Drohnen gibt. Interessant ist, die Königin und die Arbeiterinnen haben die exakt gleiche DNA. Trotzdem sehen sie völlig unterschiedlich aus. Die Königin kann 5-mal größer sein und nur sie kann Eier legen. And only the queen can produce and lay eggs. The difference comes from the food. Der Unterschied liegt in der Nahrung. Nur die Larven, die mit dem Gelee Royal gefüttert werden, entwickeln sich zur Königin. Als die Wissenschaftler den entsprechenden Marker bei den Arbeiterinnen entfernten, entwickelten sie sich alle zu Königinnen. Deswegen vermuten wir, dass die epigenetischen Marker und die Ernährung eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Königin spielen. Queen Bee. Doch die Epigenetik kann noch mehr. Was wir essen, hat auch einen Einfluss auf unsere Kinder. Ein Beispiel aus der Geschichte ist die Hungersnot von 1944, 1945 in den Niederlanden, in denen es zu einer extremen Nahrungsknappheit kam. Die Hungersnot hatte sogar Auswirkungen auf die Kinder. Diese Kinder waren entweder übergewichtig oder untergewichtig, je nachdem, in welcher Phase der Schwangerschaft sich die Mutter während der Hungersnot befunden hat. Und das zeigt eben, dass Umwelteinflüsse und besonders auch Ernährung einen extremen Einfluss auf uns haben und unsere Epigenetik verändern können. Die Epigenetik zeigt, was wir essen, kann sehr langfristige Auswirkungen haben. Man ist zwar nicht unbedingt immer das, was man isst, aber man sollte auf jeden Fall ein wenig darauf achten. Auf was achtet ihr beim Essen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!